Hallo und herzlich willkommen zurück zu Expeditions. Ja, wir haben ja soweit alles erledigt gehabt, bis auf die Sache mit den Aufgaben. Da ich natürlich jetzt ein paar Folgen in Folge aufgenommen habe, toller Satz, weiß ich jetzt nicht, ob ihr mir da einen Tipp geben konntet, wie man das mit den Aufgaben machen kann, beziehungsweise wie ich diese Aufgaben bekomme. Wenn ihr mir da einen Tipp zugeschrieben habt und ich das soweit nachvollziehen konnte und machen konnte, dann werde ich auf jeden Fall noch ein separates Video dazu bringen. Das nur mal eben soweit dazu. Wir machen dann heute mit Arizona weiter. Und ja, nachdem ich schon zwei nicht so gute Aufnahmen jetzt heute hatte, muss ich ganz ehrlich gestehen, bin ich ein bisschen vorbelastet. Aber ich werde es trotzdem mal probieren, auch wenn das aussieht, als ob das eine sehr, sehr große Aufgabe hier sein wird. Und auch wenn das aussieht, als ob mich das wahrscheinlich sehr, sehr viele Nerven kosten wird, zumal es auch sehr schwer ist. Aber ich werde es trotzdem mal probieren. Ich wollte nur mal eben gucken. Genau, das war nämlich leicht, was wir hier unten gemacht haben. Ach so, das haben wir auch nicht nach der Reihenfolge gemacht, ne? Ich glaube, dann habe ich da schon gesagt, dass wir uns von leicht nach schwer durcharbeiten. Ja, das ist doof. Ja, da müssen wir doch mit leicht weitermachen. Ich dachte jetzt nur, weil dann können wir nämlich von oben nach unten durch. Aber das ist blöd. Dann machen wir tatsächlich mit leicht weiter. Um Kunden in die Region zu locken, haben wir beschlossen, den Tätigkeitsbereich unseres Unternehmens zu erweitern. Erkunde bitte die markierten Gegenden. Vielleicht findest du dort was Interessantes. Ja, sind trotzdem beide sehr weit auseinander. Könnte eine längere Folge werden, aber wir werden es trotzdem machen. Oder wir werden es nicht machen, weil ich gerade gesehen habe, dass wir dafür erst Breaking Bad abschließen müssen. Dafür müssen wir wiederum die Schutzmaßnahmen abschließen. Dafür vom Himmel gefallen. Also so langsam werde ich hier. Moment, das sind die. Ach! Ah, ja, okay. Gut, ich habe es jetzt endlich verstanden. Entschuldigt bitte die Verwirrung. Wir können nur Rechte von Hausbesitzern machen. Ich war jetzt irgendwie, bin ich davon ausgegangen, dass man das hier machen kann, aber es ist natürlich alles abgeschlossen. Okay, also nochmal. Besuche bitte einen der bemerkenswerten Orte der Gegend. Bemerkenswert, nicht wegen seiner Schönheit, im Gegenteil, es ist ein rostiges Flugzeugwrack. Oh! Das die Aussicht verdirbt und die Touristen abschreckt. Wir brauchen einen Kostenvoranschlag für seine Beseitigung, also muss es sorgfältig untersucht werden. Cool. Anforderungen Logistiker, den müssen wir dann auch mitnehmen. Okay. Das heißt, wir können jetzt hier, genau, hier können wir jetzt einen Logistiker machen. Damit hätte sich dann auch die Frage erledigt, die ich dann im vorherigen Teil gemacht habe. Gut, wir können auch nur den einen nehmen, den fügen wir dann mal hinzu. Und zwar ist das Kanner, genau. Connor Erickson. Wenn er nicht gerade hinter Mädchen her war, träumte Connor vom Fliegen. Ich glaube, den haben wir schon mal gehabt, oder? Er diente in der United States Air Force als Spezialist für Luftbetankung, wo er Geduld und Timing unter Druck lernte. Seitdem verdient er sein Geld mit dem Transport von Luftfracht. Gut, wie komme ich jetzt wieder zurück? Moment, mit Escape. Wir brauchen einen Scout. Mist. Weil ich eigentlich lieber mit dem hier fahren würde. Aber wir brauchen einen Scout. Da haben wir nur. Ach nee, wir haben mehrere Scouts. Wir haben den. Der hat B-, B-, A+. Ja gut, der hat Kraftstoffverbrauch. Wahnsinnig gut. S ist noch besser im Englischen als A, ne? Leistungsgewicht und so weiter. Ja, er ist einfach besser. Es tut mir leid. Wir müssen den jetzt hinzufügen. Können wir irgendetwas an ihm noch machen? Das ist jetzt die große Frage. Oh, den Standard. Moment, den Standard-Kotflügel. Habe ich jetzt gratis gekauft. Notreserve war das, was ich aber drin hatte. So, verstärkter Stoßfänger. Warum? Warum habe ich die alle nicht gekauft? Ich verstehe es nicht. Auf jeden Fall konnte man die jetzt alle nochmal kaufen. Wohl bemerkt, das sind alles diese Gratis-Dinger, ne? So, Frontschutzbügel hatte ich vorher drin. Das ist soweit okay. Das sind ja nur die Felgen.
Außenaufkleber, ja, ne? Da können wir nichts verbessern, obwohl feingetunt. Spezialgetriebe mit einem manuellen Modus für die niedrigen Gänge bietet gute Offroad-Leistung auf Kosten von Stärke und Kraftstoffeffizienz. Ich kaufe das mal. Aber es sieht von den Werten her halt immer noch gut aus. Anständige Leistung bietet gute Offroad-Leistung. Verbraucht aber auch ein bisschen mehr. Das Problem ist halt, der hat einen kleinen Tank, ne? Ich versuch's mal. Mal gucken, wie hoch der Verbrauch damit ist. Auf Felsen durchschnittlich haben wir jetzt gerade. Auf Felsen gut. Die ist auf jeden Fall etwas besser. Dann würde ich sagen, nehme die. Definitiv. Das ist Offroad gut. Ja. Oh. Die sind beide gut und auf Schlamm sogar Exzellenz. Exzellenz, genau. Exzellent. Nehmen wir das mal. Oh Gott, ich habe bald kein Geld mehr. Hilfe. Winde, haben wir die verlängerte Winde auch hier dran? Ja, und hier fangen wir jetzt wieder von vorne an, ne? Genau. Gut. Plätze füllen. Heck. Zu Platz hin. Oh. Ah. Habe ich das letzte Mal vergessen und habe mich deswegen darüber beschwert, dass das nicht funktioniert hat? Das kann eventuell sein. Jetzt ist es aber auf jeden Fall drin. Sehr gut. Ja, dann würden wir den auswählen. Der hat allerdings auch nicht viel Inventar, muss man dazu sagen. Aber ich nehme auf jeden Fall die zwei Sachen mit. Definitiv. Sonst brauchten wir ja, glaube ich, nichts dafür. Ne? Pritsche haben wir jetzt nichts, was wir hier nehmen können. Kraftstoff haben wir leider nur den kleinen. Das ist halt blöd. Aber was wollen wir machen? So. Dann sind wir hoffentlich gut ausgerüstet. Gelände, Schlucht, Entfernung 550. Ja gut, das kann ich nicht einschätzen, wie weit ich mit dem komme. Also hier steht zwar was von 3460 Meter, aber keine Ahnung, ob das bedeutet, dass ich damit auch wirklich so viel mit dem Benzin hinkomme. Ja, oh Gott. Dann habe ich keine Ahnung, wo wir starten sollten. Was ist denn das hier unten? Ach so, ich habe eh nur das eine Feldlager. Ja. Damit hat sich die Frage dann erübrigt. So, besuche die Abfahrt aus der Basis. Das ist das kleine Teil hier. Okay. So, alles. Also, ja, ich und meine Handbremse, ich weiß. Ist der vorher auch immer so langsam gefahren? Ich bin mir nicht sicher. Naja, mal gucken, was wird. Ach Gott, ich hasse diesen Spruch. Nein! Dieses ewige nach links, rechts ausbrechen. Ja. Stufe abgeschlossen. Sehr schön, wir können das Spiel beenden. Was ist denn hier? Neue Mission entdeckt. Ah, Mist. Ich habe eine Mission entdeckt, das finde ich nicht gut. Aufgabe anzeigen. Nee, dann müssen wir die jetzt wieder machen. Das ist blöd. Das machen wir mal irgendwann im freien Spiel. ach so, der kann da nicht so gut durchfahren wie der andere. Oh, da muss ich mit aufpassen. Da muss ich mit aufpassen. Okay. Ich mag es auch überhaupt nicht, mit dem zu fahren, bin ich ganz ehrlich. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt, dieser Höhere, den finde ich wesentlich besser. Aber sind die jetzt wirklich so viel besser? Ich bin mir nicht sicher. Wir müssen einfach nur. Ja, einfach nur ist gut. Darunter. Ja, das ist doof. Der zeigt mir das nicht. Also, zeigt mir das natürlich nicht an, aber wir müssen hier runter und dann rechts, glaube ich.
Ach, das war das mit dem. Ja, ich glaube, ich weiß, was das hier für ein Abfuck ist. Das hört sich so scheiße irgendwie. Das ist nicht gut. So, Stufe abgeschlossen. Wo müssen wir jetzt hin? Nach da unten. Dann markiere ich uns. Ja, setz mir den mal lieber so ein bisschen hin. Markiere ich uns mal den Weg. Ja, ich hoffe mal, dass wir da so direkt hinkommen. Im Endeffekt müssen wir da runter. Fahren wir hier aber an den Dingern vorbei, weil die sind ein bisschen tricky hier mit dem Auto. Da ist oben schon wieder Madame mit dem Paddel. Ich glaube, ich muss noch eins weiter. Ja, fahr. Nein, nein. Roll von mir aus, aber geh da runter. Oh, ist das scheiße zu fahren. Ich will mein anderes Auto haben. Alter, ich denke, der soll so viel besser auf. Ah, Moment. Ich denke, der soll so viel besser hier auf dem Felsen sein. Ich glaube, hier muss ich doch mal Allrad anschalten, weil hier ist es gerade ein bisschen. Ich versuche halt Benzin zu sparen, ne? Weil mit dem habe ich halt wirklich die Erfahrung gemacht, dass das richtig mies ist. Beziehungstechnisch. Ich glaube, hier brauche ich aber auf jeden Fall Allrad. Da ist ein Baum, das ist ein gutes. Oh, der ist ja so gar nicht gepanzert hier. Eieieiei. Macht mir hier nicht alles kaputt, Leute. Oh. Ja, komm, das schaffst du. Auch wenn ich nicht glaube, dass man hier hochfahren sollte, aber das schaffst du. So. Da ist schon mal der weitere Punkt. Ja, lass diesen blöden Ast liegen. Was jetzt? Das sieht nach einem Ort aus, an dem wir. Ach, da oben ist ja schon das Wrack, sehe ich ja jetzt erst. An dem wir aufsteigen können. Rest durfte ich nicht mehr lesen. Okay, wir müssen auf jeden Fall hier oben hin. Dann ist das hier dann das Wrack? Wildnis Dreharbeit? Nee, das ist was anderes. Okay. Aber das ist auch direkt in der Nähe. Ich finde das hier ziemlich cool. Also, ich weiß nicht, ob ich das hier mal erwähnt habe. Aber ich bin nebenbei ja auch noch Fotokünstlerin und ich fotografiere halt unheimlich gerne verlassene Orte. Und da gehört so ein Wrack halt eben auch dazu, ne? Also, das wäre mega geil, sowas mal zu fotografieren. So, Scan starten. Achso, ich muss ja drücken. Sagt mir das doch einer. Ach ja, schön am Schlafen. Erfolg! Irgendjemand lebt in dem abgestürzten Flugzeug, aber wo nimmt der bloß sein Essen her? Ja? So? Stufe abgeschlossen. Ich würde aber gerne. Wie ging das nochmal? Fotomodus P. Freie Kamera H. Ich würde nämlich gerne ein schönes Bild davon noch machen. Ich weiß nicht, warum ich hier nicht nach oben kann. Achso, damit. Okay. So, haben wir auch direkt noch die Vögel mit dabei. Zack. Jetzt wird's unscharf. Das ist toll, wenn es unscharf wird. Was macht der denn? Ach, der. Ah, ich verstehe. Der macht den Fokus dann anders. Okay, darauf kann ich mich einstellen. Foto aufnehmen. Zack. So. Ich brauche ja ein schönes Foto fürs Cover. Weiter. So. Dann. Wo müssen wir denn dann hin? Hier oben. Ah, jetzt wird es auch angezeigt. Sehr schön.
nicht über den Ast fahren. Äste sind böse. Ach so, das ist die Aufgabe. Die Frage ist, wird das dann als Aufgabe aufgedeckt? Nur wenn das ein Fragezeichen ist, oder? Wenn ich da jetzt reinfahre? Nee, Aufgabe anzeigen. Ah, okay. Okay. Weil das wollte ich jetzt mal eben noch offen liegen. Bevor wir jetzt hier weitermachen. Oh Mann, dann ziehen sie gerade gar nicht gut aus. Ja, da schauen wir doch mal. Erkunde das Gebiet. Da muss ich dann aber runterfahren, wenn ich das richtig verstehe, ne? Wie komme ich denn hier am besten runter? Da hinten, das ist sehr eng. Normalerweise würde ich sagen, ich fahre nach vorne. Und fahre dann hier so rum, weil ich weiß nicht, ob ich da rauskomme. Keine Ahnung. Und wenn sich das Auto überschlägt, das ist natürlich auch Mist. Oder komme ich hier direkt runter? Ich könnte es mal ausprobieren, aber ich bin mir nicht sicher, ob das so gut ist. Ehrlich gesagt. Kann man sich das von oben angucken? Wir probieren es mal. Wenn nicht, müssen wir uns halt wieder bergen lassen. Oh Gott. Ich glaube, ich sollte es vielleicht doch lieber nicht machen. Ich schaue mal von hier aus. Nee, das sieht mir sehr... Ob ich da jetzt allerdings von der anderen Seite... Doch, da müsste ich aber besser hinkommen. Ich könnte auch theoretisch hier so einen Sprung nach unten machen, aber dann ist mein Auto direkt kaputt. Das ist halt das Problem. Nee, das wage ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht. Dann fahren wir mal zurück nach hier. Und guck mal irgendwie, dass wir hier über... Wahrscheinlich eher dann, wenn überhaupt, hier hochkommen. Ich glaube, so hier ungefähr müssen wir hin, ne? Oh, hier ist ein Stein. Fahr, fahr, fahr. Jetzt bin ich nur gerade am Gucken, da war der Eingang. Mal gucken, was da noch raus wird. Ich weiß es nicht. Das ist irgendwie eine ganz, ganz miese Strecke. Ich meine, mit dem anderen hätte ich da noch nicht mal so das Problem mit, wenn ich ehrlich bin. Aber mit der Karre hier, das ist... Ich wünschte mir da echt ein besseres Auto bei den Scouts. Oh. Die sind so schlecht. Ich weiß auch nicht, ob das irgendwas bringt, wenn ich mir da jetzt ein anderes Paket holen würde. Aber das ist, soweit ich das verstanden habe, wohl eher... Die Optik. Also viel tut sich da wohl nicht, habe ich zumindest so verstanden. Mit den anderen Autos. Es gibt wohl ein paar, die ganz gut sind, aber es gibt halt auch welche, die ja quasi das gleiche sind, nur mit einer anderen Optik. Und das bringt mir dann natürlich nichts. Oh, oh, oh. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt so eine coole Idee war mit den Reifen. Eigentlich soll man jetzt dadurch besser fahren können hier über die Felsen. Ich habe absolut keine Ahnung, ob das jetzt besser ist. Ich bin ja jetzt auch schon sehr lange mit dem nicht mehr gefahren. Also ich bin ja sehr, wenn ich es denn frei wählen konnte, die ganzen Aufträge immer mit dem anderen gefahren, mit dem größeren. Komme ich da durch? Okay, jetzt gibt es eh kein Zurück mehr. Nein, 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 nein. Nein. Ich soll ein Stück zurückfahren. So. Ja. Braves Mädchen. Jetzt weiß ich nicht genau, wo der Punkt ist. Ach doch, der ist hier in dem Krater. Okay.
Ich möchte aber gerne mal kurz, weil das nervt mich immer, wenn das hier so dunkel ist. So, mal kurz wieder auf tagsüber umschalten. Jetzt ist der Punkt weg. Willst du mich veräppeln? Ach, ich soll das hier alles offenlegen oder was? Nee, ne? Ich brauchte hier gar nicht so hinzufahren oder was? Das sehe ich ja jetzt erst. Toll. 76% haben wir erkundet. Wo ist... Oder Moment. Das ist... Ja, ja, doch. Das ist nur die Markierung von der Mitte, denke ich mir mal, von dem Gebiet. Okay. Gucken, ob unsere Prozente jetzt höher gehen, wenn wir jetzt hier in die Richtung fahren. Ja, 81%. Auf jeden Fall müssen wir da noch ein ganzes Stück weiterfahren. Ich hoffe, dass wir hiermit alles da hinten freilegen können. Eigentlich müssen wir jetzt wieder nach da oben. Ja, Mist, hätte ich das jetzt vorher gewusst. Das war jetzt natürlich dann in die Richtung. Zum Wasser hin. Ich hoffe, der nimmt das nicht ganz so genau. Also, dass man nicht alles so hundertprozentig erkundet haben muss. Oh, ja, genau. Okay, das gilt jetzt nicht so. Eigentlich müssen wir da oben hin. Die Frage ist, kommen wir da rüber? Ich bin mir nämlich nicht sicher. Ja, aber ich weiß nicht. Bin mir nicht sicher, ob wir da hinten nicht eventuell ein bisschen besser hochkommen. Obwohl, Moment. Ja, das sieht aus, als ob da die Felsen oben sind, ne? Als ob das alles in dieser Höhe ist. Scheiße. Oh, ich habe so Panik davor, dass ich da gleich hängen bleibe. Ich meine, gut, ich habe noch den Bodenanker zur Not. Nicht wieder aufsetzen, bitte. Vor allen Dingen, mein Benzin ist bald alle. Wasser schädigt den Truck. Ja, was soll ich machen? Ich muss ja irgendwie hier durch. Abgeschlossen. Sehr schön. Untersuche die Wrackspuren. Jetzt muss ich nicht wieder nach oben, oder? Ich muss wieder nach oben. Wollt ihr mich denn veräppeln? Wie bin ich denn jetzt nach hier gekommen? Moment. Ich bin, glaube ich, hier irgendwie durch, oder? Oder bin ich da durch? Also, ich behaupte mal, ich bin ungefähr hier durch. So. 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 Und dann muss ich hier wieder hoch. Zack. Das war jetzt ja total bescheuert. Der hat das jetzt komisch markiert hier. So. Das Problem ist, hier ist nichts, wo ich mal eben kurz auffüllen könnte. Das ist immer schlecht. Oh Leute, ich brauche Benzin. Da jetzt nicht mehr hochkommen, ne? Ich ahne irgendwie wirklich Böses. Haben sie das rechts extra so gemacht, damit man direkt nach hinten rüber kann? Ich weiß es nicht. Hm.
nicht so sicher, was ich hier machen soll, ganz ehrlich. Ufa. Okay. Nicht in die Kakteen rein. Mit diesem Auto ist das böse. Denk daran, kleiner Scout. Du schaffst nicht alles. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich hier die ganze Zeit mit angezogener Handbremse entlang fahre. Ich weiß auch nicht. Also der andere ist wesentlich schöner zu fahren, bin ich ganz ehrlich. Eigentlich ist es egal, ob ich rechts oder links fahre, oder? Weil hier ist ein bisschen seichter. Ja, komm, fahr, fahr. Nein, nicht im Matsch stecken bleiben. Einfach fahren. Kommt der denn jetzt hier nicht entlang? Oh, Leute. Hilfe. Gut, im schlimmsten Notfall. Moment, wie bin ich denn hier? Ich bin hier irgendwie drüber, ne? Im schlimmsten Notfall müsste ich tatsächlich zurück, da nochmal auftanken und dann den Weg weiterfahren. Wenn ich jetzt komplett out of order hier auf Benzin bin. Alter, ist das eine Strecke? Also mit dem Auto. Mit der Karre, das ist absolut schrecklich. Ich will nicht in die Kakteen reinfahren. So. Komm, Gas. Ja, du musst hier hoch. Du schaffst das. Du hast das eben auch schon geschafft. Gib Gummi. Nein, was macht der denn? Alter! Hilfe! Aber der rutscht auch immer so ganz extrem weg. Ich glaube, hier würde der sogar hängen bleiben. Fahren wir mal ein bisschen mehr. Ja, ich weiß, du hast einen extrem großen Wendekreis. So. Ja, wir haben es geschafft. Nee, hä? Erkenne mindestens 3 unbekannte Punkte auf der Karte. Ach so, musste ich da noch was machen? Das hat man mir aber nicht gesagt. Berge den Truck weniger als 3-mal, nimm weniger als 200 Schaden. Oh, das haben wir sogar geschafft. Okay, und wir haben einen neuen Spezialistin bekommen. Ich habe zwar keine Ahnung wofür, aber wir haben eine bekommen. Upgrade auf das Getriebe fein getuned. Das, ach nee, doch, das war doch das Getriebe, was wir hatten. Geben. Ist das nicht das gleiche, was wir gerade bekommen haben? Ich weiß es nicht. Wir haben auch einen neuen Außenposten dadurch bekommen. Ist das ein Außenposten gewesen? Oder was? Ich habe keine Ahnung. Aber ich nehme es mal einfach alles so an. 22 Punkte erlittener Schaden. Ja, was soll ich sagen? Mit der Karre, das ist... ja, ich fahre halt nicht gerne mit der, weil die auch eben schnell kaputt geht und alles. Na gut. Aber wir haben die Expedition abgeschlossen. Wir haben jetzt nicht viel Geld bekommen dafür, dass ich gerade so viel investiert habe. Aber wir haben einiges bekommen. Und das war doch jetzt das mit dem... Nee, das ist eine Drohne. Was habe ich denn gerade? Ach so, das ist jetzt nach unten gerutscht. Ach, dann haben wir uns doch von oben nach unten durchgearbeitet wahrscheinlich letztes Mal. Also gut, wir haben nur das erste gemacht. Nicht letztes Mal, sondern davor irgendwann. Und die schieben das dann nach unten, wenn es soweit ist. Okay, aber mich würde jetzt mal interessieren, das haben wir jetzt freigeschaltet, ne? Da ist, glaube ich, diese Stelle gewesen. Hätten wir jetzt hier unten mehr runterfahren müssen? Ich habe keine Ahnung. Also das würde mich wirklich interessieren. Aber gut, wir können es nicht mehr machen, wenn ich das jetzt hier richtig verstehe. Also wir können es theoretisch schon nochmal machen, oder?
Expedition beendet, auswählen. Doch, ich glaube, wir könnten es nochmal machen. Ich weiß es nicht. Aber da werde ich mich mal drum kümmern, wenn wir mit allen durch sind, ob wir das nochmal durchspielen können und dann den Rest auch machen können. Ja, wunderbar. Dann ist die Folge doch nicht ganz so lange geworden, wie ich befürchtet hatte. Und also ich muss echt, ich hoffe, dass bald was kommt, dass der einen größeren Tank kriegt oder so. Also mit dem Benzin, das ist wirklich schrecklich, finde ich. Ich hasse diesen kleinen Scout. Und ja, natürlich muss das nächste jetzt auch wieder mit einem Scout sein. Das war mir wieder so klar. Na gut. Und wir müssen Metalldetektor mitnehmen. Beziehungsweise den haben wir, glaube ich. Nee, den haben wir nicht immer mit dabei. Den müssten wir dann aufbauen, glaube ich. Ja, dann bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen. Danke, dass ihr mir fleißig die Daumen gedrückt habt. Ich finde es wirklich sehr gewöhnungsbedürftig, mit dem Ding zu fahren, um es mal vorsichtig zu sagen. Vielleicht, wenn ihr irgendwelche Tipps habt oder so für den Scout, gerne her damit, schreibt es mir in die Kommentare, weil ich komme mit dem Ding überhaupt nicht klar. Wenn es doch noch ein Auto gibt, was man vielleicht kaufen kann, was besser ist, was man aber auch als Scout halt eben nutzen kann, schreibt es mir auch gerne in die Kommentare. Ich habe mir da anfangs mal versucht, ein paar Videos zu anzugucken, aber das war alles irgendwie so, ja, ein bisschen komisch. Also für mich persönlich ein bisschen langweilig und ich habe dann auch, also zuzusehen bei diesen Videos und ich habe dann auch nicht so die Informationen daraus geholt, wer jetzt tatsächlich der Bessere war. Es wurde viel erklärt, das ja. Einige waren auch auf Englisch, dementsprechend auch ein bisschen langweilig, weil man nicht alles verstanden hat und am Ende doch nicht so richtig wusste, wer jetzt eigentlich der Bessere ist. Da waren dann auch Autos bei, die ich selber nicht hatte und ich nicht genau weiß, wie ich rankomme. Kann sein, dass man die noch freischalten kann im Laufe des Spiels. Wurde aber auch nicht erwähnt. Deswegen schreibt es mir gerne in die Kommentare, wenn es da bessere Scouts gibt. Ich wäre euch sehr, sehr dankbar dafür. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.